Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bröhan Spotlight. Mein Name ist Johannes Honeck. Ich bin hier Sammlungsmanager am Bröhan Museum und das bedeutet, dass ich mich um die Objekte hier im Haus kümmere. Der Sammlungsbestand von ungefähr 25.000 Objekten, die das Bröhan Museum beherbergt, das ist eine großartige Aufgabe und hier werden Dinge wie Inventarisierungen vorgenommen. Mein Aufgabenspektrum umfasst unter anderem das Aufnehmen von Leihgaben für besondere Ausstellungen, die Objektbewegungen im Haus. Dann bin ich auch zuständig für die Erstellung von Leihverträgen. Es geht darum zu untersuchen, wie der Zustand einzelner Objekte ist, wo sie sich in den Depots befinden. Und es geht um eine ständige Überwachung all dieser Prozesse, um eben die Objekte so gut wie möglich für die nächste Ausstellung vorzubereiten. Ich freue mich, dass ich heute den wunderbaren Sessel des französischen Künstlers Paul Hirib vorstellen darf. Paul Hirib war seinerzeit bekannt als Grafiker und Zeichner, Illustrator für die unterschiedlichen Art Nouveau-Zeitschriften in Frankreich des frühen 20. Jahrhunderts. In seiner Arbeit als Grafiker und Illustrator lernte der junge Designer den französischen Modemacher Paul Poiret kennen, mit dem er zusammen ein Modebuch herausgab. Und dieses Modebuch stieß auf besonderes Interesse beim Meister des Plüsch, Jacques Doucet, auch ein französischer Künstler seiner Zeit. Und er war so begeistert von diesen Entwürfen von Paul Hirib, dass er ihn damit beauftragte, sein Apartment auszugestalten. Und wie das dann so ist, im frühen 20. Jahrhundert, sein Salon und eine große Party lassen nicht lange auf sich warten. Und so sprach man relativ schnell über den jungen Künstler Paul Hirib, der dann so bekannt wurde, dass selbst Hollywood schnell das Augenmerk auf ihn legte und ihn als Setdesigner für unterschiedliche Filme und Theater engagierte. Unter anderem arbeitete er auch mit Coco Chanel zusammen und entwarf mit und für sie eine Schmuckkollektion. Aber ganz besonders sind eben seine Möbelgestaltungen. Er verwendete ganz luxuriöse Materialien wie Ebenholz, teilweise aber auch Rochenleder, Elfenbein gibt es teilweise auch. Und in seiner Wahl der Bezugsstoffe konzentrierte er sich auf monochrome Farbgebungen, die 1914 in dieser Zeit entstand dieser Stuhl, bereits irgendwie schon auf die 1920er Jahre hinwiesen in dieser Farbgebung. Und genauso ein glamouröses Ende gab es dann auch von Paul Hirib, denn er brach auf dem Tennisplatz von Coco Chanel mit einem Herzinfarkt zusammen und starb dort. Und für Coco Chanel hinterließ der Tod von Paul Hirib auf ihrem Anwesen tiefe Spuren, wie sie später in ihrer Biografie dann berichtet. Der Sessel von Paul Hirib ist nur eines unserer Spotlights in der Sammlung. Und so freuen wir uns, wenn wir euch das nächste Mal das nächste Werk bzw. ein anderes Objekt vorstellen dürfen.